Also ich fahre mal so langsam los. Also, ganz wichtig, bitte maximum im Sport Plus fahren, maximal auf Sport Plus fahren. ESP muss immer aktiv sein. Ganz, ganz wichtig. Wir verlassen die Boxengasse. Also Blick in den Spiegel, Blick über die Schulter, wir fahren rechts raus. Also versuchen bitte gleich die Sicherheitsabstände einzuhalten, also dass wir wirklich kompakt unterwegs sind, dass wir maximal, wie gesagt, zwei Wagenlängen zwischen den Fahrzeugen haben, also dass wir geschlossen unterwegs sind. Mit zu viel Abstand zwischen den Fahrzeugen. Das ist schon sehr schwer von an mit dran zu bleiben. Ja, das ist jetzt schon sehr, sehr weit weg, dass wir wirklich noch dichter an mit dran sind. Schauen wir uns die Strecke zunächst einmal an. Ihr könnt, wie gesagt, versucht bitte wirklich mir nachzufahren. Meinen Schatten zu jagen, also genau eben meine Linie zu treffen, in meinem Windschatten hinterher zu sein. Ihr könnt euch auch an meiner Geschwindigkeit so ein bisschen orientieren. Da können wir ganz leicht linke Bewegung machen. Ganz ruhig. Rechts sehr, sehr schnell. Da müssen wir innen am Körper entlang. Runter Richtung Sachsenkurve. Unheimlich schnell hier das Ganze. Und dann hart auf die Bremse. Bremse lösen, einlenken. Schnelle Kurve hier. Müssen wir innen den Körper ganz leicht drehen. Ohne lassen wir stehen, lassen wir dann noch weit rausfahren, also wirklich da schön nach außen fahren lassen. Letzte Kurve, Innenkörper anvisieren, leicht geschieden und raus beschleunigen. Ja, das ist sehr schön. Wir machen den Wechsel. Also wir rotieren einmal durch, gehen nach rechts. Genau, alle anderen fahren links vorbei. Alle anderen fahren links vorbei und Leo ganz hinten wieder ab. Jawohl, erste Kurve. Innen den Körper leicht touchieren. Hier müssen wir etwas weiter gehen, wieder kommen, aber zurück. Innen den Körper drüber fahren, also hier die ganze Streckenbreite nutzen. Im Omega müssen wir die Bremse lange halten, bis Mitte der Kurve, dann das Auto drehen und dann mit dem Zug wieder ans Gas gehen. Hier eben die große Kuppe, links, bleiben innen kurz anvisieren und rausfahren, was wir wollen. Leicht lösen, Innenkörper mitnehmen,
die Strecken weit einigen müssen. Ja? Da können wir gar nicht gleichmäßig die Lenkbewegung machen. Auf die Bremse, Bremse lang halten, die Bremsequellen mitnehmen. Ja, das ist ja wirklich diese Lenkquellen anzubieten. Dann passieren wir durch. Genau, alle anderen Fahrzeuge zu rein, dann liegt er nicht drinnen. Und es kommt der Fahrer auf die Strecke, die lässt uns aber vorbei. Das heißt, wir fahren rechts an der Grenze vorbei. Jawohl, sehr schön. Und wieder zurückkommen, jawohl. Gerade hier runterfahren, die Omegas sind ganz flache Kurz, da können wir drüber fahren. Bremse lange halten, in der Mitte wieder ans Gas gehen, ganz gefühlvoll hier raus beschleunigen. Ja. So, Lena, versuch mal ein bisschen mehr dran zu bleiben, bitte. Also, du kannst dich da wieder ruhig an unserem Speed so ein bisschen orientieren. Runter Richtung Kartlade. Auf hier zu halten, auf dem Auto. Kürzes, knackiges Anbremsen. Innenkörper mitnehmen. Und dann hier Streckenbremsen. Ja, schön ausbaden lassen. Leichte Lenkbewegungen. Wir rotieren wieder durch, jawohl.
sehr schön. Das ist auch sehr steil, ein ganz leicht, ne? Sehr schön, guter Wechsel jetzt. Sehr guter Wechsel. Später Scheißepunkt, er ist voll mit leicht über den Kreuz. Sehr gut hinter mir, Olli, das passt. Hier kommen wir etwas weiter, kommen aber zurück. Hier müssen wir knapp über den Kreuz, der liegt sehr schön. Gerade in den 2 Meter rein laufen lassen, dann gefühlt man uns da auf den zurück. Müssen wir hier richtig mit Tempo bergauf fahren. Irgendwann leicht mitnehmen, Achtung, lange links. Da müssen wir zum Schluss eben rein. Ja, okay, sehr gut. Ja, gut gemacht, sehr, sehr schön, das Ding. Gerade hier unten ausfahren,
da kannst du links und rechts über die Kurve fahren, Bruder. Mit dem Driver und wieder zurückkommen. Ja, Bruder. Thank you.
Ihr runterfahren, seid ihr keine Bremsmann in der Nähe, einfach mit ordentlichem Tempo zurück Richtung Boxengasse rollen, die anderen sollten schon bereit sein. Mal runter Richtung Sachsenkurve. Folgen. Ja, wie sieht's aus? Alles klar, alright.